Haar hing ihr traurig ins Gesicht. Sie versank wie die Sünderin auf dem alten Gemälde ganz in eine Trauerpose. »Das war nicht gut«, sagte sie. »Sie sind der Erste, der mich jetzt nicht achten wird.« Auf ihrem Tisch im Zimmer lag eine Melone. Gurow schnitt ein Stück ab und aß es langsam. Es verging wenigstens eine halbe Stunde im Schweigen. Anna Sergejewna war rührend. Die Reinheit einer anständigen, naiven, lebensunerfahrenen Frau ging von ihr aus. Die einsame Kerze, die auf dem Tisch brannte, erhellte kaum ihr Gesicht, aber man konnte sehen, dass es ihr schwer ums Herz war. »Wie könnte ich wohl aufhören, dich zu achten?«, fragte Gurow. »Du weißt selbst nicht, was du sprichst.« »Möge Gott mir verzeihen«, sagte sie, und ihre Augen füllten sich mit Tränen. »Das ist entsetzlich. Es ist, als wolltest du dich rechtfertigen. Womit könnte ich mich rechtfertigen? Ich bin eine schlechte und gemeine Frau. Ich verachte mich und denke nicht an Rechtfertigung. Nicht meinen Mann habe ich betrogen, sondern mich selbst. Und jetzt nicht erst, sondern schon lange betrüge ich ihn. Mein Mann ist vielleicht ein ehrlicher, guter Mensch, aber er ist ein Lakai. Ich weiß nicht, was er dort tut, wie er dient. Ich weiß nur,